Hier ist Mauli, ich habe 8 von 10 richtig erraten im Punchline-Quiz, Sex Edition, schaut rein. Splashback Punchline-Quiz, heute mit Mauli. Na, alles gut? Sehr, 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 sehr gut. Du warst ja schon mal... Du hast mich nicht als Young Trap Lord angesagt diesmal. Entschuldigung. Okay, ich lebe damit. Habe ich dich letztes Mal als Young Trap Lord angesagt? Du hast mal einen Artikel über mich geschrieben zu meiner ersten EP. Da war ich habe dich Young Trap Lord genannt, Young Trap Lord aus Berlin, ja. Mann. Es war noch Zeit, da hatte man noch Titel zu verteidigen, jetzt ist es egal. Jetzt bin ich einfach nur Mauli kommen. Zum Glück mache ich jetzt nur noch sowas hier. Oh Mann. Aber wusstest du eigentlich, dass das Punchline-Quiz wegen dir als Format existiert? Weil du, Nein. Ich wollte das eigentlich mit Alias einfach einmalig machen und dann hast du gesagt, ich will es auch unbedingt machen. Dann Ehrlich? Haben wir es weitergemacht. Eigentlich, ich finde es grandios. Ich guck mir selten, zum Glück seltener Deutschrap-Interviews an mittlerweile. Aber wenn ich irgendwo sehe, Punchline-Quiz. Bruder. Gut, okay. Dann ich würde sagen, wir verlieren keine Zeit. Lass trocken reinstarten. Und starten rein mit einer wunderschönen ersten Line. Baby, du hast mich so lange warten lassen, das war überhaupt nicht cool. Doch jetzt stehe ich vor dir in meinem Männertanga, das ist überhaupt nicht schwul. Das ist übersexy. Hör mal, wie ich dieses Lied hier rappe. Kannst du mal anflowen? Spaß. Olli Banyos, Sammy Deluxe, Moneyboy. Wer trägt denn Männertanga? Oder behauptet das? Sammy Deluxe? Ja, wirklich. Richtig, ja. War das auf dem Herr Sorge Album? Ich weiß es nicht. Ich habe das irgendwie, kann es auch sein, dass es ein Freetrack ist von 2014. Auf jeden Fall ist es ein Sex-Song. Also, das ist nicht die einzige nice Line da. Schaukelstuhl. Okay, Schaukelstuhl. Empfehlung. Wird sich reingegönnt zu Hause. Sehr gut. Zweite Line. Ohne Scheiß, ich verspüre ein Brennen in meinem Herz. Dieses Land kriegt jetzt endlich wieder Männer, die sich wehren. Dieses Lamm? Oder dieses Land? Dieses Land. Ah. CR7Z, Contra K oder Abstrakt? Abstrakt, Pazifist, Mann. Er scheißt auf sich wehren, glaube ich. Er steht da drüber. CR7Z oder Contra K? Nochmal bitte von vorne. Ohne Scheiß, ich verspüre ein Brennen in meinem Herz. Dieses Ohne Land Scheiß. Kriegt jetzt endlich... Nee, ich glaube CR7Z. Es ist Abstrakt tatsächlich. Es ist der Walter-Song. Hast du das mitbekommen? Nein. Die Knarre Walter? Mhm. Und oder zwar, der hast du es gar Walter. Nicht mitbekommen? Nein, gar nicht. Naja, er hat so einen Song gemacht, so ein leicht, naja, was heißt leicht? Eigentlich so ein Anti-Flüchtlings-Song im Endeffekt. Na, doch. Der Abstrakt? Ja, der Abstrakt. Der Buddhisten-Abstrakt? Ja, der, das ist auch so, die Buddhas... brechen jetzt auf die Mönche, und Mönche reißen sich von den Ketten los. Die Buddhas haben Boah, keine Scheiße. Geduld mehr und so. Also, ja, krass. Das ist so ein buddhistischer, esoterischer Nazi-Song eigentlich. Okay, muss ich auch mal reinziehen. Wie heißt der Song? Walter. Ja, da gab es auch ein Statement zu und so weiter und so fort. Also, Alter, letztes krass. Jahr alles. Ich habe den ein bisschen aus den Augen verloren, abstrakt. Seit er nicht mehr mit CR7Z irgendwie so rum am Chillen ist. Ja, ist traurige Entwicklung, ist, aber ist, vielleicht, also ich will jetzt aus dieser einen Line nicht urteilen. So. Ja, hör dir den Song an. Ich höre mir den Song an. Urteile. Dritte Line. Ein Part, 16 Bars, brauche ich eine Stunde. Wenn ich Langeweile habe, kaufe ich mir Hunde. Bushido? Bones, glaube ich. Bones oder Savage? Ja, richtig. Bones. Ja, sehr gut. Langeweile habe, kaufe ich mir Hunde. Hey, nee, er hat auch, wenn ich Langeweile habe, kaufe ich mir ein Kind, hat er auch irgendwann schon mal. Also, kaufe ich mir ein Kind? Nee, mache ich ein Kind. Ah, mach ich, okay. Das ist vertretbarer als das andere. Sehr gut, du hast jetzt eine falsch, ne? Ja. Abstrakt, ja gut, ja. Der ist wirklich, da stehe ich zu, dass ich den nicht wusste. Ja. Vierte Line. Sag mir, wenn du high bist, oh no, oh no, oh no, oh no. Es ist Liebe, wenn wir streiten. Liebe, wenn wir streiten. Oh no. Lass mich in dich rein, Babe. Lass mich Rin, in dich yeah, rein. Ja, Rin, okay. Okay, Rin. Das ist war, richtig. Weiß ich, wie das Song ist. Wenn du high bist, oder? Sag mir, wenn du high bist. Sag ich so, naja, auf jeden Fall. Schräg, komm in meine Seele. Ah, das war das, der Split-Song. Komm in meine Seele und verderb mich. Ja, ja, genau. Den Split-Song fand ich sogar, also den zweiten Teil fand ich Fand's richtig gut? Geil. Nice. Ersten so, ja. Gut. Fünfte Line.
Es ist der Bad Boys gaffende, deine Bitch fickende und dich zu ihrem Ex-Freund machende Typ mit der Becksgold-Flasche. Ey, du rappst voll Kacke. Nach der Ohrlasche hörst du meine Sexbold-Lache. Sexbold-Lache. Ah, ach so, okay, ja, dann Dings Favorite. Ja, richtig. Naja. Ist es vom neuen Album? Nee, es ist von dem davor tatsächlich. Krass. Auch leider nicht gehört, das letzte, aber also das vorletzte, das letzte habe ich gehört. Und das letzte und? Jo, ne? Ja, gut. Rappen kann einfach er. Rap wieder Rap, Alter. Das muss man ihm lassen, der Junge kann rappen. Nee, ja, nee. Sechste Line. Okay. Ich sage dir die Wahrheit direkt in die Fresse. In deinen Texten fehlt der Flow und in deinen Beats fehlen die Bässe. Boah, Alter, das jemandem ins Gesicht zu sagen. Hart. Junge, Junge. Die Flame, das Bo oder Ferris MC? Alter, wer ist denn der Bassfetischist von denen? Sag die Wahrheit direkt in die Fresse. Ja, in die Fresse. Boah, ich Ferris, ich kann es mir schon vorstellen, aber wer ist sonst die Flame? Die Flame, das Bo. Das Bo. Oh, wenn das von Türlich, Türlich ist, dann ist das natürlich peinlich. Wenn ich diese Line nicht kenne, sag die Wahrheit direkt in die Fresse. Aber nee, ich, die Flame. Richtig. Oh. Sehr gut. Oh, ich hab so überlegt, ey, wenn du zwischen zwei schwankst, nimm einfach das dritte. Perfekt. Die Flame Sorry heißt der Song von 2000. Stark. Sehr gut. Siebte Line. Mein Schwanz, klein und spritzig wie eins Icke Häsler. Beats mein Areal, genial für mich normal, Gedanken surreal, weil dreidimensional. Deichkind, 5 Sterne Deluxe oder Beginner? Okay, du hast jetzt nicht, wer genau von denen das war. Nee, das sind jetzt Crews einfach. Icke Häsler. Dreidimensionaler Scheiß, Alter. Deichkind. 5 Sterne Deluxe. Ungefähr 0 das ist, Punkte. Das ist natürlich hart. Aber gut. Das ist natürlich fies. Aber ich dachte, die Line kann ich dir nicht vorenthalten. Gut. Das ist echt nicht schlecht. Was hast du jetzt? 2 falsch oder 3? Ach. Egal. Ich denke 2. Achte. Spießer fragen, wie ich verdiene und ich sag ihnen, ich kriege einen Vorschuss vom Plattenlabel, den Leuten, die meine Sachen regeln. Ich sitze hinten im BMW und darf Kacke reden. Ja, das ist gut zusammengefasst, wie man als Rapper so lebt. Und? Flair, Echo oder Santino? Leute fragen, wie ist nur die erste Line? Wie? Spießer fragen, wie ich verdiene und ich sage ihnen, ich kriege einen Vorschuss. Ja, Santino. Ja. Oh, komm, wie kommst du denn jetzt? Echo würde nicht Spießer sein, ah, glaube ich. Und vielleicht Flair höchstens, ja, wenn Santino es ihm schreibt. Ich würde sagen, Santino. Richtig. Ja, krass. Vom Keine Kunst, vom Ich bin deutscher Hip-Hop-Album. Ich bin deutscher Hip-Hop, Alter. Sehr gut. Neunte Line. Bei dir heißt, ich fahre Richtung Sonne, Strand und See. Gringo. Nein, oder Hasan K. Ja, na gut, dann sag mal. Ich habe tatsächlich Hasan K., Ali Boumaier oder Gringo. Oh, okay. Ist ja, ist ich glaube Hasan K. Ja. Ha! Gut. Ich weiß, Gringo-Halbsätze sind da schon eher selten. Das stimmt, das stimmt. Zwei Lines aufeinander, die gleichen. Nee, das ist Hasan K. Sehr gut. Gut, dann aber die sind krass, du bist auch krasser Fan von denen, ne? Krasser Fan. Ich sehe ab und zu, dass du so Lines von denen twitterst und denkst, Gringo ist nice. Hasan K. auch, ja. Ja. Also ich finde, die sind so einer der Aufplopper dieses Jahr gewesen, die ich voll null auf dem Schirm hatte. Und auf einmal sind die so. Nee, kannte ich vor 2017 gar nicht. Auf einmal ploppen die so auf und alle wollen mit den Featuren, weil die so eigen sind irgendwie und ja, Neukölln also backbringen. Feier ich. 10. Line. Na los. Ich chill den ganzen Tag wie ein Fettsack, geh auf die Bühne, rock die Show ohne Backup. Wer hat kein Backup? Und wer ist kein Fettsack? Und wer sagt nur, dass er wie ein Fettsack chillt? Afrop, Shindy oder GPC? GPC. Shindy hat immer Backup, glaube ich. Und wofür sollte Shindy ein Backup brauchen? GPC Afrop. Nee, GPC, oder? GPC ist richtig. Geil, schon GPC. Sehr gut. Ungefähr glaub, bester Rapper der Welt. Ja, das sehe ich auch. Meine Meinung. Das war's, oder? Das war's. Hab ich gewonnen? 8 Lines oder so richtig. Aber das war auch teilweise ein bisschen schwer, ne?
Ja, ey, also sorry, 5 Sterne Deluxe kann ich wirklich. Ich weiß, dass die gibt und dass da irgendeiner war, der auch mal bestimmt Solo-Kram gemacht hat. Ja. Zum Beispiel wer? Das Bo. Ha! War auch drin. Er nur wieder. Ja, ey, kann ich mitleben. Na gut, dann hör die Sachen nach, die du nicht kennst. Es lohnt sich. Auf jeden Fall die ersten 2 Songs, ja. den Sex-Song von Sammy, den will ich hören. Die sind grandios. Der wird's wert sein. Dankeschön. Ey, es war mir eine Ehre.